Willkommen zurück bei den Two Brothers. Wir haben heute die neue Reciprosäge aus dem Hause Makita bei uns, und zwar die JR001G. Ich habe mir das jetzt alles schon ein bisschen mit angeguckt, gerade die 40-Volt-Systeme, die Makita da jetzt rausbringt. Und ich dachte halt, super, halt eine Reciprosäge mit noch mehr Power. Aber jetzt kommt's. Die DJR360 ist eigentlich genau das gleiche wie hier die Säge vor mir. Ich habe sie schon benutzt, also es fühlte sich ein bisschen entspannter an, oder es ging halt auf jeden Fall vom Sägefortschritt sehr schnell gegenüber der anderen Säge, aber das werdet ihr in den Videos auf jeden Fall nochmal mitsehen. Aber kommen wir nochmal zu ein paar Eckdaten, und zwar wir haben genau das gleiche wie bei der DJR360, und zwar haben wir einen 32mm Hub, wir haben natürlich einen bürstenlosen Motor, wir haben eine Leerlaufdrehzahl im zweiten Gang, die kann man hier oben umschalten, von 3000 in der Minute. Wir haben natürlich jetzt hier den 40 Volt Akku mit dabei, und ich dachte halt, okay, dadurch, dass es jetzt nur noch ein Akku ist und nicht 2x18 Volt, wird die Säge vielleicht ein bisschen leichter werden. Aber habe ich mich auch getäuscht. Wir haben jetzt hier einen 4 Ampere 40 Volt Akku, und wir haben es damals, glaube ich, getestet oder gewogen halt mit der DJR360 und 2x5 Ampere. Da kam ich auf 4,6 Kilo. Ich bin jetzt hier bei 4,56 Kilo. Also der Gewichtsunterschied ist nicht nennenswert. Wirklich nicht nennenswert. Man muss auch dazu sagen, dass halt Makita hier auch so eine Art kleinen Marketing-Gag mit gemacht hat oder so verwendet hat. Und zwar dieser 40-Volt-Akku ist natürlich auch nur ein 36-Volt-Akku. Das heißt, wir haben hier zweimal den 18-Volt-Akku kompakt komprimiert in einem Akku. An sich, Säge fühlt sich auf jeden Fall gut an, und wenn man in dieses 40-Volt-System halt umsteigt, sollte man auf jeden Fall auch natürlich eine Reciprosäge noch im Haus haben. Daher macht es dann auch schon Sinn, dass die existiert. Aber ihr müsst jetzt nicht explizit von 18 Volt auf 40 Volt umsteigen, nur weil, sage ich mal, jetzt hier mehr Power drinstecken soll. Ist leider nicht so. Also es ist wirklich von den technischen Daten her eigentlich die gleiche Säge. Ja, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Bilder zeigen, wie wir das gute Gerät mal benutzt haben. Was man auch sagen kann, ist halt, dass hier vorne dieser Clip zum Einstellen des Führungsschuhs oder vom Tiefenanschlag, dass dieser ein bisschen kleiner und ein bisschen massiver verbaut wurde. Also bei der DJR war es, also bei der 360er war es halt so, dass das ja relativ dünn war. Es war schon ein Schnellsystem, was ich auch sehr schön fand, aber es war ein bisschen sehr Leichtbau, auf Leichtbau getrimmt. Und wir haben halt den Vorteil hier zum Beispiel zum Sägeblattwechsel, ist jetzt hier integriert in dem Korpus sozusagen der Hebel mit hinterlassen. Ist bei der DJR 360, haben wir sie hier leider gerade nicht, ist ein bisschen anders aufgebaut. Aber an sich gleiche Sägen, gleiche Einstellung, Lokschalter, Gang 1, Gang 2, gleicher Aufbau, Akku hinten verbaut, da nimmt sich nichts viel. Also nur wegen dieser Säge umzusteigen auf 40 Volt macht da nicht so viel Sinn. So, wir werden dann auf jeden Fall gleich nochmal ein paar Testschnitte machen und noch ein kleines Fazit dazu sagen, und dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Bis gleich. Fazit zu der Säge: war vielleicht ein bisschen besser. Vibration ungefähr gleich. Also, wie gesagt, vom Empfinden her scheiden sich manchmal die Geister. Kommt auch immer ein bisschen aufs Holz an. Ist ja ein organischer Werkstoff. Kann auch sein, dass ich diesmal nicht so viele Astlöcher erwischt habe wie beim letzten Mal. Und ja, mehr kann ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und bis zum nächsten Mal. Ciao.